Servus Leute, willkommen zurück bei Uncharted 4. Moment mal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben eben hier diese vielen Dumpfbacken kalt gemacht. Und den Turm da hinten gesichtet. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Und jetzt hoffen wir mal, dass das das Ziel ist, was wir erreichen wollten, sollten, wie auch immer. Ein großer Turm auf einem Vulkan. Wir hoffen jetzt mal alle, dass das sehr geil, dass das der ist. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Ja, also die Aussicht ist auf jeden Fall in Ordnung, ey. Kann man mitleben. Ha. Sehr nice. Super. Dann, ja, versuchen wir mal unser Glück mit dem Sprung über die Brücke. Juhu. Ich freue mich schon. Versuch was wert. Ach, ich muss weiter zurück. Jetzt steigt er hier nicht aus, der Idiot. Ich sehe mich mal um. Wie viel schuldest du also da eigentlich genau? Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gangisarbeit. Ekelhaft. So. Wir sind soweit. Dann mal los. Okay, festhalten, Leute. Oh. Ach du Scheiße. Nein. Oh. Oh, Kacke. Immer ich. Na komm, kletter hoch, Junge. Ach, Scheiße. Der klettert nicht. Steh ich nicht so an, Mann. Drüber da. Ey, der ist doch selten doof. Bist du okay? Kriegen wir schon besser. Bring uns hier raus, Junge. Okay, festhalten. Alter Schwede. Ja, das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Mhm. Alles unter Kontrolle sieht für mich aber anders aus. Oh, 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 fahr. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Mhm. Los, gehen wir rein. Okay, lass mal die Kiste jetzt hier stehen. Unseren Schatz, Jungs. Oh, und er rennt wieder nicht. Die können rennen wie sonst was.
Ja. Meiner macht nur Scheiße. Vorne läuft er nur normal. Oh, ist der doof oder was? Was ist das für eine Kacke? Meinte ich, muss da hochklettern? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Also steht fest, dass ich weiß, dass ich hier schon mal war. Das kommt mir bekannt vor. Aber ob ich da hoch musste? Ich weiß es nicht. Und wieder einen Schatz gefunden. Weil wir fleißig alles durchsuchen. Hier können wir nicht rein. Ja gut, man kommt auch gar nicht hoch bis zum Turm. Das ist natürlich schade. Hilfst du mir mal? Ja. Okay, nett. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Was Bumm macht. Da ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Verdammt! Zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Nein! Nein! Oh, fuck. Na, das war ja mal erfolgreich. Das war voll die falsche Taste. Achtung! Sag doch Achtung! Gib mich ja mal. Schon kann ich nicht einmal das Richtige drücken. Das war ja wieder... Am besten, ich sag nichts weiter dazu. Ich muss mir erstmal zu Tode kurbeln, bevor ich irgendwas machen kann. So, wir sehen uns erstmal um, bevor wir da runtergehen. Mann. Na genau das wollte ich haben. Sehr schön. Und jetzt haben wir kaum noch Munition. Nathan, Victor, hier lang. Ganz schön auch. Für ihn steht viel auf dem Spiel.
Wollte ich mal gucken, wie er da runterrutscht. Aber das scheint man gar nicht zu sehen. Wow. Großartig. Wow. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Das ist aber ein Gebäude hinter dem Turm, oder? Das ist nicht der eigentliche Turm. Weil der ist ja höher. Rein theopraktisch. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrell und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Genug befummelt habt. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Oh nein. Runter! Jetzt haben wir sie! Na Scheiße! Ein Hintermann hat sie ausgenommen! Oh nein, die ist auch noch leer. Fuck. Nein! Hey, ich drück doch schon wie ihr geistig Gestörter. Mensch, nochmal. Jetzt habt ihr sie! Ja, geil, dass das wieder alles funktioniert. Dann sterbe ich ja gleich nochmal. Fuck. Boah, krass, Mann. Wir sind da rüber gerannt. Geh da rüber und zieh nach. Bin dabei. Hey, hab uns das Ziel gefunden. Oh, das war knapp. Oh. Nein.
könnte. Ah, da ist er. Alter, der hält aber auch aus, diese gepanzerten Dödel. Waren das alle? Hoffen wir es. Leck mich am Arsch. Sam! Ja, hier drüben! Es nimmt sich nichts. Scharfschützen wäre eh leer. Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Ja, ich würde es mir gerne mal ansehen. Dumpfbacke. Ja, das Ding. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan, wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist. Ja, zwei ist besser als zwölf. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Ja, geht klar, wir laufen dann runter. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Na gut. Das stimmt. Diese Turmuntersuchung, das machen wir dann im nächsten Let's Play. Das ist jetzt zwar etwas kürzer als sonst, aber da hat man das eher in Etappen, wie auch immer, oder in Kapitel unterteilt, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Deswegen lasst wieder ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet beim nächsten Video wieder ein. Da gehen wir uns dann den Turm angucken. Und schauen wir, ob wir da entweder den Schatz oder weitere Hinweise finden. Wie auch immer. So, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao, ciao.